Hallo, ich möchte Ihnen heute ein bisschen Hintergrundinformationen, ein bisschen Wissen zum Mudguard vermitteln. Mudguard gibt es seit circa 25 Jahren auf dem Markt und ist die führende Berechnungssoftware, die circa 90% von den Fortune 1000 Unternehmen nutzen. Wenn man rechts mal im grauen Feld schaut, ist ein garantiert Namen dabei, die Ihnen bekannt vorkommen. Diese Firmen setzen seit vielen Jahren auf Mudcat, um eben ihre Ingenieursberechnungen, Konstruktionsberechnungen durchzuführen und zu dokumentieren. Auf der anderen Seite hat Mudcat natürlich auch eine sehr starke Präsenz im Hochschul- und Schulbereich. Das heißt, man sieht hier über 2000 Universitäten weltweit nutzen Mudcat in ihren Standardlehrplänen, um eben die zukünftigen Ingenieure mit Mudcat auszubilden, die dann in die Unternehmen gehen. Auf der anderen Seite, ja, was ist Calculation Management? Mudcat gibt Unternehmen die Möglichkeit, ihre Berechnungen zu managen, validieren und zu verteilen. Berechnungen elektronisch zu erfassen, bringt natürlich dem Unternehmen viele Vorteile. Einer der wichtigsten Vorteile in meinen Augen ist die Wiederverwendbarkeit. Das spart auf der einen Seite Zeit und Geld. Auch wenn wir über Validierung und Verifikation sprechen, haben Anwender, die vielleicht Mudcat nicht nutzen, trotzdem die Möglichkeit, über andere Dateiformate wie Microsoft Word oder ein Adobe PDF zu verwenden, um eben Berechnungen sich anzusehen. Stellen Sie sich vor, man sitzt in einer Besprechung, man hat ein Mudcat-Arbeitsblatt, man kann durch die echte natürliche mathematische Notation die Berechnungen zeigen und darüber auch diskutieren. Das heißt, jeder versteht es eben. Einer der Schlüsselfaktoren mit Mudcat ist, dass wir die natürliche mathematische Notation benutzen und nicht eine Programmiersprache oder eine Formelsyntax auf der anderen Seite. Was dies bedeutet ist, uns reicht selbst von dieser Berechnung ein Ausdruck, die wir mit einer Besprechung nehmen können. Und dann können wir eben da auch diskutieren, wie die Berechnung zustande kommt. Auf der anderen Seite eignet sich das natürlich so ein Dokument auch sehr gut als Publikation für die Dokumentation und auf der anderen Seite eben auch zur Einhaltung von Standards. Viele unserer Kunden, gerade Bauingenieure, haben oft die Notwendigkeit, ja, Standardregularien oder Codes zu beachten und zu befolgen. Wann immer es eine Notwendigkeit zur Einhaltung von Standards gibt, gibt es natürlich auch eine Notwendigkeit, diese zu dokumentieren. Auch das macht Mudcat eben einzigartig, weil Mudcat genau diesen Ansatz verfolgt. Ich habe nicht nur meine Berechnung drin, ich kann eben auch meine ganze Dokumentation damit reinbringen und habe schließlich und endlich ein sehr, sehr gutes Dokument, was mein komplettes Know-how repräsentiert. Und wir sind der Meinung, dass Ingenieure, wenn sie ihre Berechnungen dann auch sehen und nachvollziehen können, diese Berechnungen auch viel, viel besser verwenden können. Ja, was sehen wir noch? Traditionelle Berechnungsmethoden sind überholt. Klar, auf der einen Seite habe ich Handbücher, aber die sind eben auch wichtige Werkzeuge für eine Abschätzung, Validierung und für eine frühe Auslegung. Auf der anderen Seite, was ist im Unternehmen im Einsatz? Taschenrechner. Ja, Tabellen, also sprich Arbeitsblätter, Programmiersprachen, Notizblätter. Alles das wird benutzt, um technische Berechnungen zu dokumentieren. Das ist in unseren Augen der falsche Ansatz, weil das Wissen eben verloren geht und eben nicht mehr leicht verständlich für andere ist. Oder das Wissen ist im Programmcode verborgen. Ich gebe oben was rein, kriege unten was raus. Auf der anderen Seite brauche ich viel zu viel Iteration, wenn ich mit meiner Erfahrung in Intuition oft mehrfache CAE-Analysen habe oder physische Prototypen, anstatt ich eine formale Berechnung nutze, mit dem ich das Ergebnis vorher schon weiß. Was ist das Ergebnis? Ein langatmiger und oft wirkungsloser Entwurfsprozess. Klar, ältere Arbeitnehmer, die gehen in Ruhestand. Ihr Wissen, ihre Erfahrung geht verloren, auch Firmen-Know-how geht verloren. Oder warum welche Entscheidung oder Ingenieursentscheidung getroffen ist. Das Warum geht eben hier verloren. Globalisierung ist ein Riesenthema bei unseren Firmen, bei unseren Kunden heute. Best Practices, dieses Wissen geht eben über die verschiedenen Entwicklungsstandorte einfach verloren, weil es eben nicht formalisiert ist, der Prozess. Wenn ich das hätte mit Mudcat, würden alle Ingenieure gleich rechnen. Ja, Vorschriften. Viele Firmen müssen Vorschriften beinhalten, die Vorschriften einhalten und die Ingenieursarbeit komplett dokumentieren. Gegenwärtige Dokumentationsmethoden sind oft, ja, zeitraubend in der Ausführung und ziehen eben auch eine Verzögerung nach sich. Wie sieht's aus? Ja,
Excel ist eben der Mitbewerber Nummer 1 für Mathcad. Excel ist ein tolles Werkzeug, keine Frage. Mit Excel kann ich wunderbare Sachen machen. Es ist aber eben für die finanztechnischen Berechnungen entwickelt worden. Mathcad ist eben für einen Ingenieur entwickelt worden und hat über 700 Funktionen, die hauptsächlich im Ingenieursbereich anzusiedeln sind. Wenn man mal hier auf unser Arbeitsblatt schaut, ja, was sehe ich denn da? Unten, wenn ich rechts unten schaue, ich sehe eine Formel. Ich sehe irgendeine Syntax, die mir eine Formel für eine Berechnung repräsentiert. Ebenso sehe ich, naja, ist es die korrekte Berechnung? Schwierige Frage in Excel. Ich kann es nicht beantworten, weil, naja, wenn ich in andere Zellen klicke, zum Beispiel B47, B48, sieht die Zeile unten sehr, sehr ähnlich aus. Auch weiß ich nicht, für was der Umrechnungsfaktor genau steht. Steht der von Metern zu anderen Maßeinheiten? Man weiß es nicht. Wenn ich Spalte C mir anschaue, na, da sehe ich Einheiten, aber das ist nur ein Text, den kann ich jederzeit ändern und hat keinen Einfluss auf mein Ergebnis. Und dementsprechend habe ich da die Notwendigkeit, dieses vielleicht anders zu machen. Weder Excel, C++-Programme noch Fortran oder MATLAB unterstützt Einheiten. Mathcad ist da einzigartig. Und dementsprechend habe ich oft nicht die Notwendigkeit, dass ich Ingenieure weg vom Papier und Stift bringe. So ist in unseren Augen Excel das falsche Werkzeug für ingenieurstechnische Berechnung. Es ist super für Datentabellen zu erzeugen, Diagramme zu erzeugen. Mathcad kann sehr, sehr gut eben damit auch arbeiten, aber Excel kann eben keine Differential- und Integralgleichungen lösen und ist somit für diese Art der Berechnung einfach das falsche Werkzeug. Hier sieht man ein wunderbares Beispiel, wie die Formeln aussehen. Oben die typische Excel-Formel mit der Excel-Syntax, Klammern, irgendwelche Zellbezüge, die ich nicht auf Anhieb richtig interpretieren kann. Es ist alles losgelöst von Einheiten. Ich sehe hier auch keine Umrechnungsfaktoren. Auf der anderen Seite sehe ich eben unten die Mathcad-Formel. Oben die Excel-Formel, schwer nachzuvollziehen. Ich kann es nicht interpretieren und kann es auch nicht wiederverwenden. Unten klare, lesbare mathematische Notation. Jeder kann das verstehen. Jeder sieht dann auch weiter oben die Eingaben und sieht eben unten das Ergebnis mit den entsprechenden Einheiten. Das ist ganz wichtig, dass ich hier wirklich die Einheiten sehe, die Einheiten auch schnell umrechnen kann, ohne Umrechnungsfaktoren wirklich wissen zu müssen. Das ist ein ganz klarer Vorteil, der mir das tägliche Leben deutlich erleichtert als Ingenieur, dass ich da nicht drauf Acht geben muss. Und dementsprechend bin ich immer sicher, wenn ich die Einheit dahinter stehen habe, passt das. Hier sieht man mal ein schönes Mathcad-Dokument. Beachten Sie, auf der einen Seite nutzen wir eben die Einheiten wie Meter, Umdrehungen, Newton, Tonnen. Das heißt, überall da habe ich gleich die Maßeinheiten in meinen Ausdrücken, habe hier eine Drehmomentberechnung mit natürlicher mathematischer Notation. Wenn wir über diese sprechen, verwenden wir Standardberechnung. Sie verwenden eigene Berechnung. Das Gute an der Geschichte ist, wir stellen Ihnen mehrere hundert Berechnungen zur Verfügung, die auf Standards basierend arbeiten. Zum Beispiel ROCs, Formulas for Stress and Strain, Hicks Machine Design and Analysis. Das sind alles, was wir E-Books nennen. Es sind Nachschlagewerke, die als Mathcad-Arbeitsblätter umgewandelt worden sind, die Sie einfach in Ihre Berechnungen über Copy-Paste einfügen können. Sie können sie auch zwischen unterschiedlichen Mathcad-Arbeitsblättern hin und her kopieren. Überhaupt kein Problem. Es sind alles Live-Berechnungen mit Maßeinheiten und Ausdrücken. Mathcad ist ein Dokument, was von Menschen lesbar ist, was ich weitergeben kann. Wenn ich mal unter die Oberfläche schaue, sehe ich, Mathcad ist ein XML-Dokument. Das macht Mathcad wieder für IT-Abteilungen interessant, weil das heißt, ich kann nicht nur zwischen den Kollegen, zwischen den Standorten die Arbeitsblätter tauschen. Nein, ich könnte es sogar nutzen, um eben zwischen verschiedenen Applikationen diese Daten auszutauschen. Klar, für einen Endanwender ist das nicht interessant, aber für eine IT-Perspektive ist es natürlich super interessant, eben dieses nutzen zu können. Und auf der anderen Seite ermöglicht Mathcad uns auch natürlich die Nachvollziehbarkeit. Das heißt, ich habe die Option, einen Hinweis zu bekommen, wenn ich irgendwas kopiere von einem zum anderen Arbeitsblatt. Das heißt, da habe ich einen Hinweis, wo kommt dieser Ausdruck, diese Berechnung denn überhaupt her, so dass ich es wirklich
sehr, sehr gut nutzen kann und auch jeder nachvollziehen kann, was denn entsprechend auf diesem Arbeitsblatt passiert. Matcat ist heute wirklich die am meisten benutzte Berechnungssoftware. Sie ist bedienungsfreundlich, intuitiv und sehr umfangreich. Matcat erlaubt es Ihnen eben, Texte, Grafiken, Berechnungen, Diagramme und das alles mit echter mathematischer Notation in einem Arbeitsblatt zu verwenden. Hier in dem Beispiel sehen wir zum Beispiel ein unbestimmtes Integral mit Summierung und algebraischer Ausdrücke. Wir erstellen Bernoulli-Koeffizientenberechnung. Sie können als Ergebnis das Flügelprofil sehen und es ist alles in einem Dokument. Das ist es eben, was Matcat heute sehr erfolgreich macht. Und das Schöne ist, ich kann den Inhalt auch vervielfältigen. Sprich, ich kann es als HTML-Seite, als Word-Dokument, als PDF veröffentlichen, vielleicht auf einer Webseite veröffentlichen, als Ausdruck weitergeben oder einfach nur im Intranet publizieren. Für alle die, die Matcat noch nicht kennen, werde ich jetzt mal eine kleine Einführung geben. Was ist Matcat? Im ersten Schritt ein typisches Windows-Programm aus, sieht aus wie Word, hat aber im Hintergrund die echte mathematische Notation. Das heißt, ich schreibe die Formeln wirklich so, wie ich sie kenne. Das heißt, ich sage hier die zwei Zahlen geteilt durch eine andere Zahl, werte sie aus, kriege sofort ein neues Ergebnis. Kann eben auch hier Zahlen sofort verändern und sehe meine Auswirkungen auf meine Berechnung. Das ist eben das Schöne, es gibt eben keine Notwendigkeit, Dateien zu speichern, neu zu kompilieren, neu ausführen zu lassen. Nein, ich mache alles in Matcat, kann es hier wirklich gleich straightforward nutzen und habe eben keine Formelsyntax oder sonst irgendwas. Kann auch hier, wie man über das Icon sieht, mit echten SI-Einheiten arbeiten. Das heißt, hier sieht man mal ein Beispiel, welche Einheiten wir so zur Verfügung haben. Kann hier wirklich hergehen, meine Eingaben mit Einheiten machen. 12 Fuß plus 88 Millimeter plus 56 Zentimeter plus 0,025 Meilen. Ich werte aus, kriege das Ergebnis in Metern, bedingt durch das SI-Einheitensystem. Das ist aber kein Problem. Ich kann jederzeit diese Eingaben auch wieder ändern. Zum Beispiel ich hier schreibe hier hinten hin, ich möchte nicht Meter, sondern ich möchte Fuß haben und schon kriege ich mein Ergebnis in Fuß ausgewertet. Das Schöne ist, es ist echt ein leistungsstarkes Tool, was gut für Ingenieure ist. Es das heißt, ich spart viel Zeit, ich habe nicht die Notwendigkeit, Fehler zu machen, kann Texte schreiben, eben für meine Dokumentation. Zum Beispiel, this is my favorite equation. Schreibe ich einfach hin. Habe ich den Text, ich kann jetzt die Texte hier oder alles zusammen selektieren, kann die Sachen auf meinem Arbeitsblatt hin und her bewegen, kann es eben nutzen mit der mathematischen Notation, mit den Einheiten, mit Bildern, mit Formeln, Grafiken, um eben das Wissen zu erfassen und zu dokumentieren. Daraus kann ich eine wunderbare Berechnung, ein Template ableiten. Und kann einfügen alles, was ich brauche. Wenn wir uns jetzt mal ein Beispiel anschauen, zum Beispiel das Beispiel Factor of Safety and Allowable Stress in Design, heißt das ist ein Beispiel, was wir aus einem sogenannten E-Book Machine Design Analysis herausgeholt haben. Das heißt, das ist ein vorgefertigtes Arbeitsblatt, was Sie nutzen können. Hier hat man eben Texte drin, man sieht Grafiken, Bilder kann ich einfügen. Dementsprechend kann ich hier wirklich sehr, sehr gut arbeiten, kann hier auf meine Berechnung zugreifen, habe gleich meine Dokumentation gemacht und können eben hier uns eine komplette Berechnung auch anschauen. Das Gute ist, durch diese E-Books, die wir mitliefern, haben Sie direkten Zugriff auf hunderte von Berechnungsvorlagen, sodass ich es wirklich schnell und aktuell in meine eigene Berechnung einfügen kann. Das ist eben ein Vorteil in Matcat, dass wir da auf bewährte Standards doch auch zurückgreifen können. Zum Beispiel, wir haben hier gegebene Parameter. Zum Beispiel hier, ich möchte einen Querschnitt von einem Träger berechnen. Wir haben hier die Festigkeit von 33.000 Kraftpfund pro Quadratinch. Habe eben die Einheit damit angegeben. Ich habe eine mittlere Belastung von 1.000 Kraftpfund. Und unten sehen wir eben hier die Länge des Trägers hat 24 Zoll. Das sind meine Eingangsgrößen, die ich habe, kann eben hier mitarbeiten. Die erste Berechnung, die wir jetzt ausführen, ich möchte eben hier mal schauen, wie die zulässige Belastung
dann eben ist. Und dementsprechend kann ich jetzt hier SW berechnen, über eine Tabelle kann ich mir hier heraussuchen, was sind denn eben hier für mein Material, was sind denn eben die richtigen zulässigen Spannungen. Zum Beispiel sehen wir hier, SW ist 0,6 mal SY und der durchschnittliche Sicherheitsfaktor ist 1,7 und die kann ich eben hier nutzen für meine Berechnung. Wenn wir wieder zurückgehen, sehen wir das auch gleich. Das heißt, hier berechne ich dann SW ist 0,6 mal SY. SY hatten wir ja oben eingegeben und hier unten sehe ich dann eben das Ergebnis für SY, dass ich hier die Ergebnisse sehe. Und da habe ich eben mein Ergebnis. So, wenn wir zur nächsten Gleichung gehen, sehen wir, dass wir jetzt hier weitere Berechnungen ausführen können. Ich kann eben Gleichungen aufstellen, kann diese Gleichungen dann auch wieder ableiten, umstellen. Das heißt, da kann ich wirklich hier sehr gut berechnen. Zum Beispiel die Gleichung MM ist W halbe mal L halbe. Das repräsentiert die mittlere Belastung oder die mittige Belastung für die Trägerlänge. Und dementsprechend kann ich hier oben wieder die Eingangsdaten sehen, sehe hier dann entsprechend mein Ergebnis. Und jetzt kann ich eben hier über Gleichungssysteme mir den Querschnitt, den Trägerquerschnitt mal mathematisch verdeutlichen, so dass ich hergehen kann und meine Berechnung später auch ausführen kann. Das heißt, wenn ich die simplifiziere, die Gleichung, sehe ich unten dann entsprechend meine nächsten Gleichungen und kriege hier meine erste Lösung für B. Das sind 1,22 Inch, die ich nutzen kann. Jetzt werden wir als nächstes den Träger auf Grundlage der zulässigen Spannung und dem Sicherheitsfaktor auslegen. Das heißt, den haben wir ja schon uns aus der Tabelle vorhin geholt, den Wert. Und es weist es hier zu, dass ich sage, SF ist gleich 1,7. Dann habe ich das als Eingangsgröße definiert. Und unten sage ich, dass eben hier die Last WU SF mal W ist, die maximale Last. Und somit bekomme ich hier ein Ergebnis von 1700 Kraftpfund raus. Sprich, das ist der Bereich, wann eben ein Träger zerstört wird, wenn er dann das maximale Moment, das dem plastischen Moment entspricht, auftritt und die Spannung im Querschnitt das plastische Modul erreicht oder überschreitet. Sprich, hier kann ich jetzt sehen, wie es eben funktioniert. Hier habe ich eben die Texte drin stehen. Die kann ich jederzeit verändern, kann sie nutzen und kann dann eben hier diese Sachen in Einsatz bringen. Und jederzeit, wie gesagt, verändern. Wenn ich weiter nach unten scrolle, sehe ich dann eben die Gleichung. Das nächste, was wir eben nutzen, sind hier die Gleichungssysteme. Jetzt gucke ich mir mal einen sogenannten Lösungsblock an. Das ist ein sehr powerful, leistungsstarkes Werkzeug in MatCAD. Als erstes habe ich meinen Eingangswert, was ich vorhin schon berechnet hatte. Dann habe ich eben meine Nebenbedingungen. Das ist eben mein Gleichungssystem. Ich lasse eben dieses Gleichungssystem auflösen, was ich hier habe, über die Funktion Find oder Suchen und kann eben, hier wird die Gleichung aufgelöst und gibt mir das Ergebnis für B mit 1,073 Zoll heraus. Das heißt, hier haben wir wirklich MatCAD benutzt, um unsere ganzen Schritte einzeln zu dokumentieren, um unser Know-how festzuhalten, so dass ich es wirklich auch später benutzen kann. Habe meinen erforderlichen Querschnitt berechnet, habe auf Grundlage von zulässigen Spannungen und Sicherheitsfaktoren meinen Träger ausgelegt. Jetzt können wir eben diese Themen den Projektleitern geben für mein aktuelles Projekt, kann damit hergehen und sagen, ja, da kann ich drüber diskutieren, kann eben von jedem dieses Arbeitsblatt prüfen lassen. Jeder versteht diese Art der Berechnung und ich bin in der Lage,
das auch noch nachzuvollziehen, nach Jahren noch nachzuvollziehen und kann es eben nutzen durch die mathematische Notation, die ich in MatKat hier genutzt habe.